Entnehmen Sie Ihren Kinderschieber KSF-12 aus dem Karton und entfernen Sie sämtliche Folien. Im Paket befinden sich der Hauptrahmen mit Schiebebügel und den Hinterrädern, das Vorderrad mit Lenkachse und den Pedalen, der Lenker mit der Polsterung, der Sitz, das Sitzpolster mit dem Sonnenschutzdach und dem Sicherheitsbügel, die Transporttasche, die Bedienungsanleitung. Für die Montage benötigen Sie einen zusätzlichen Kreuzschraubendreher. Nehmen Sie den Hauptrahmen aus der Verpackung, entriegeln Sie die Rastfunktion und ziehen Sie den Wagen an der Hinterachse und am Schiebebügel auseinander. Bringen Sie den Hauptrahmen in die Seitenlage, betätigen Sie den Hebel in der Mitte der Hinterachse und rasten den Stoßdämpfer ein. Betätigen Sie nun gleichzeitig die beiden Druckknöpfe am Schiebebügel links und rechts und bringen Sie den Schiebebügel in die senkrechte Stellung. Führen Sie anschließend das Vorderrad mit der Lenkerachse und den Pedalen durch den Hauptrahmen. Betätigen Sie den roten Knopf am Lenker. Schieben Sie die Lenkstange bis zum Anschlag in die Halterung. Drücken Sie erst die Kunststoffverkleidung und anschließend die schwarze Kunststoffbuchse nach unten, bis diese einrasten. Ziehen Sie zur Sicherheit am Lenker, um sicherzustellen, ob dieser richtig eingerastet ist. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die vormontierte Schraube am Hauptrahmen. Montieren Sie nun den Sitz. Durch zwei Gewindebohrungen im Rahmen haben Sie die Möglichkeit, den Sitz in zwei unterschiedlichen Positionen zu fixieren. Öffnen Sie die Spannverschlüsse am Schiebebügel. Ziehen Sie diesen auf die gewünschte Position heraus und verschließen Sie diese wieder. Um das Polster und das Sonnenschutzdach anzubringen, öffnen Sie beide rote Spannhebel hinten am Hauptrahmen. Führen Sie das Gestänge in die dafür vorgesehenen Öffnungen am Hauptrahmen ein. Achten Sie darauf, dass dieses bis zum Anschlag eingeschoben ist. Verschließen Sie nun beide Spannhebel und vergewissern Sie sich, dass das Sonnenschutzdach ordnungsgemäß befestigt ist. Um die Tasche am Kinderdreirad anzubringen, öffnen Sie alle drei Klettverschlüsse. Befestigen Sie nun die Tasche mithilfe der Klettverschlüsse am Hauptrahmen und dem Dämpfer. Der Kinderschieber verfügt über ergonomische Griffe und eine Klingel. Um die Montage des Sitzbezuges abzuschließen, führen Sie die Schlaufe des Sitzkissens durch den Sicherungsbügel. Drücken Sie den roten Knopf am Sicherungsbügel und stecken Sie die beiden Enden zusammen, bis diese hörbar einrasten. So kann der 5-Punkt-Sicherheitsgurt geöffnet oder geschlossen werden. Sollten die zusätzlichen Beinflächen nicht mehr benötigt werden, können diese auch kinderleicht demontiert werden. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor. Legen Sie das Dreirad auf die Seite und lösen mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Befestigungsschraube. Die Fortbewegung des Dreirads kann auf zwei Arten erfolgen. Erstens durch das selbstständige Treten der Pedale in der Hebelstellung nach unten. Zweitens das Schieben des Dreirads durch einen Erwachsenen mit Freilauf der Pedale in der Hebelstellung nach oben. Hinweis: Hierbei sollten die Füße des Kindes auf den mittleren Fußstützen stehen. Um das selbstständige Treten der Pedale zu ermöglichen, schieben Sie die Kunststoffbuchse am Fußlageauflagegestänge nach unten und klappen Sie das Gestänge nach hinten, bis es einrastet. An den beiden Hinterrädern sind Feststellbremsen angebracht. Um die Bremse zu betätigen, drücken Sie die roten Hebel nach unten, um diese zu lösen, wieder nach oben. Der Miveba Kinderschieber verfügt zudem über eine praktische Dämpfung und ein zusätzliches Staufach für alle möglichen Gepäckstücke während der Fahrt. Um die Rückenlehne zu verstellen, ziehen Sie den Kunststoffverschluss nach hinten und drücken die Rückenlehne nach unten. Ebenfalls kann das Netz auch heruntergezogen werden. Der Schieber ist nun über den oberen Lenker jederzeit von einem Elternteil steuerbar. Das praktische Sonnendach kann bei Bedarf ein- oder ausgeklappt werden. Zum Zusammenfalten des Schiebers gehen Sie bitte folgendermaßen vor. Öffnen Sie beide Hebel am Schiebebügel, schieben Sie diesen bis zum Anschlag zusammen und verschließen Sie die Hebel wieder. Drehen Sie den Wagen auf die Seite und hängen Sie den Dämpfer aus. Schieben Sie nun den Wagen zusammen, bis der Mechanismus hörbar einrastet. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß mit dem Miveba Kinderschieber KSF-12.